Was macht man bei 30 Grad und Sonne? Freunde beim Umzug helfen. Was denn sonst, meine Freunde? Ich bin jetzt hier gerade beim Rough-Büro und die Jungs werden umziehen. Es ist Ende des Monats und sie müssen aus dem aktuellen Büro raus. Und ich habe mich dazu bereit erklärt, den Jungs ein bisschen zu helfen, ein paar Sachen mitzuschleppen. Und das Ganze bei circa, ja, 30 Grad. Wir gucken einfach mal, ob wir den einen oder anderen von den Kollegen hier treffen. Ja, stabiles Rough Office auf jeden Fall hier. Alles umgebaut? Was soll das? Hammer! Wo versteckst du dich, Bro? Ja, du bist langsam Stammgast hier auf dem Kanal, Bruder. Bruder, sag mal bitte, was ist das für eine Arbeitskleidung? Ja, normal, hä? Ja, Digga, always on fleek. Ich dachte, ich komme jetzt hier hin, alles ist beim Alten, wir so räumen einfach nur die Sachen hier raus, aber guck dir mal an, hier ist Großbaustelle, was ist hier los? Bruder, guck mal, wir kriegen ein neues Büro. Was ist hier los, jetzt mal ehrlich? Das sieht doch hier schon mal gar nicht mal so schlecht aus, die Schreibtische haben wir gerade in den Keller gebracht. Also ihr macht das eigentlich schon ganz gut, ne Leute, das geht aber noch mal ein bisschen schneller auch. Ne, das geht auch noch mal einen Zack schneller hier. Ja. Ja, ja. Der Keck versucht Portugiesisch zu sprechen. Ja, richtig lustig. Mano, quando comparado com o quarto trimestre, o aumentado em cálculo em termos raiz, quando o trimestre anterior tinha crescido. Ey, das ist sehr wichtig gewesen, ne? Das ist so kretschig gedacht. Ja, das Problem ist, das ist gar nicht mal so schlecht. Was ist denn da, Alter? Ey, hast du gelesen? Nee, nicht so. Um dos mais conquistados. Politólogos sul-coreanos a modo de pensar e a ouvir de punhão numa fase em que voltarão a recuar esperados de solução da crise. Ey, krank. Krass, Alter. Ey. Gut, dass ich diese Information jetzt weiß. Ey. Entre estes alert. Du bist einfach nicht ernst in dem, das ist das Traurige, Mann, aber lustig. Agora este investimento é visto com muito bons olhos. Claro que é tem um grande impacto. Soll ich das mit nach oben nehmen? Ja. Oder soll ich das mit nach oben nehmen? Ja, ne? Em termos de na soberania do país a experimental. Obrigado. Bruder, ich feiere aber, wie du dein Wohnzimmer gemacht hast, ja? Danke dir, ja. Sorry, warte mal, sind ja für deine Kunden, ich muss mal ein bisschen sauber machen. Ja, passt schon, die Leute haben Vorstellungskraft, wie das Ganze ordentlich aussieht. Aber hey, Tisch ist noch dreckig, ne? Ich hab gestern. Alles gut, Bruder. Feier ich, ja? Meine Empfehlung hier, diese Sessel. Digga, ich hab die gekauft und warst der Einzige, der die gefeiert hat, bester Mann. Hey, feiern die nicht? Nein, die scheiß auf sie, doch, die feiern die auch jetzt. Als sie gesehen haben, wie meine Bude jetzt aussieht, dann, oh, sieht geil aus. Ja, dann auf einmal, ne? Auf einmal Honig in meinen Arsch. Weißt du, wie wir uns nennen sollten? Wie? Visionäre. Würde ich auch sagen. Weil wir wissen, wie ein Endergebnis aussieht. Richtig. Dein Schlafzimmer. Da muss noch ein bisschen was gemacht werden. Mach mal Fortnite an. Also eins muss ich dir aber auch noch lassen. Erdem, dekotechnisch bist du auf jeden Fall auf Next Level Shit. Digga, guckt euch, haben wir gerade gesagt, wir sind Visionäre. Zieh dir die Scheiße mal rein, Junge. Das passiert, wenn Kerzen in der Sonne gelassen werden bei 30 Grad. Oder von Rick Owens Design. Eiskalt, sag einfach, es ist von Rick Owens, dann hat das wieder Stil. So sieht's aus. Ey Leute, so einen Freund braucht ihr, ne? Ohne Witz. Wir sagen, ey, komm mal kurz, helf im Büro. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen eine starke Hand und so. Und was macht er? Ich bin der beste Fortnite-Spieler ever, ja? Ich spiele das vielleicht seit 2-3 Wochen. Okay, lass es 3 Monate sein. Aber ich bin der Beste. Oh, guck mal, ich kann noch nicht mal Waffen aufheben, oh mein Gott. Bro, dann sagt er, ist der beste Spieler. Hier, habt ihr das gesehen? Ja, habt ihr das gesehen? Direkt weg. Leute, der Controller ist kaputt, alles falsch einstellen. Ja, genau, Leute. Wenn der Bauer nicht schwimmen kann, liegt sie auch immer an der Badehose. Ich weiß nicht warum, aber die Steuerung ist so anders als bei mir. Ja, weil hier öffnest du die Tür mit R1. Boah, was? Ein HP, hast du das gesehen? Ja, aber ich mach mal lieber aus, ne? Nach der Arbeit kommt das Vergnügen. Wir haben jetzt alles in den Keller gebracht und gehen jetzt auf entspannt was essen. Er, der musste leider arbeiten gehen, aber Telly ist noch bei mir. Wir gehen jetzt auf entspannt Sushi essen hier am Phoenixsee und genießen einfach nochmal ein bisschen das Wetter. Ist ja wirklich warm die letzten Tage geworden. Endlich kommt mal ein bisschen der Sommer hier in Deutschland raus. Freut mich auf jeden Fall. Wobei, eiskalt ist sogar schon ein bisschen zu warm. Cooles Outfit of the Day, einmal abchecken. Wir haben hier oben, was ist das überhaupt?
Ach so, das ist die Yang Li Cap. Also hier oben einmal die Yang Li Cap. Dazu wie immer meine Ringe als Accessoires. Übrigens habe ich auch neue Ketten. Falls ihr da das letzte Video noch nicht gesehen habt, hier auch auf dem Vlogging-Kanal, könnt ihr das auch gerne abchecken. Dann ein T-Shirt mit einer Rose drauf. Ich weiß gar nicht, von welcher Marke das ist. Dazu eine Supreme Bag, die ich momentan öfters anhabe. Einfach um meine Sachen zu bunkern. Dazu dann ein Workwear-Gürtel, den ich gerade mal für, glaube ich, 20-30 € gekauft habe. Viele von euch fragen immer noch danach nach. Ich kann euch den Link gerne mal unten in die Beschreibung packen. Dann braucht ihr mich nicht voll spammen. Dann eine Hose von Zara. Nochmal mit ein paar Akzenten. Hier diese komische Kette. Und meinen Fila Disruptor 2 und ganz normale weiße Tennissocken. Freunde, ich habe mir mal wieder ein ruhiges Plätzchen hier in meiner neuen Wohnung gesucht. Das Roomtour-Video ist endlich abgedreht und kommt diesen Sonntag online. Also, wer das sehen will, nicht verpassen. Hier auf dem Always-Vlogging-Kanal werdet ihr meine gesamte Wohnung sehen. Von A bis Z wird alles dabei sein. Allerdings war ich hier gerade am Chillen und auf einmal klingelte es an der Tür und da ist dieses gute Paket hier angekommen. Und ich würde vorschlagen, dass wir uns das mal zusammen angucken, was ich mir hier gekauft habe, denn ich bin mir selber nicht mehr sicher, was es eigentlich ist. Ich habe so eine Idee, aber eiskalt habe ich da zwei Bestellungen aufgegeben. Deswegen, welches es davon jetzt ist, kann ich nicht sagen. Sieht auf jeden Fall relativ groß aus, wie ihr vielleicht schon erkennen könnt. Und da ja momentan eh der Sale angefangen hat, konnte ich es auf jeden Fall nicht nehmen lassen, mir diese Pieces, die ich mir letztendlich gekauft habe, zu kaufen. Ich glaube, das macht Sinn. Wisst gar nicht, wie struggle ich das immer ist, irgendwelche Spots in einer Wohnung zu finden, wo möglichst wenig zu sehen ist. Hier rechts seht ihr schon eigentlich das Ding, wo ich die ganze Zeit mit beschäftigt bin. Leute, dieses Fortnite, falls ihr das noch nicht gespielt habt, dann fangt da bitte nicht mit an. Ach so, die haben alles direkt in einer Bestellung verschickt. Also insgesamt hätten wir hier drei Kleidungsstücke und als erstes springt uns da eine riesen Box entgegen und eine weitere Box. Wie ihr vielleicht sehen könnt, ist das ein Schuhkarton von Adidas X Raf Simmons. Die Schuhe habe ich nicht für mich gekauft, sondern für den lieben Telly, der mir vor kurzem erst die Raf Simmons Oswegos geklärt hat. Er war bei Bräuninger, hat die für einen guten Preis gesehen. Video dazu übrigens auch auf dem Hauptkanal. Kann ich euch gerne hier oben rechts oder unten in der Beschreibung verlinken. Er hat bei Bräuninger die Schuhe gesehen, kurz gefragt, Patrick, willst du die haben? Habe ich direkt zugeschlagen und im Gegenzug habe ich ihn auch ein paar organisiert. Diese Schuhe hier kosten eigentlich, lass mich nicht lügen, 290 €. Gab es jetzt für 50% off. Also 145 € für den Schuh, wirklich ein stabiler Preis. Falls ich da irgendwie noch ein paar Links am Start habe, da findet ihr die auch unten in der Beschreibung verlinkt. Ich glaube, ihr kennt das Spiel mittlerweile. Der ist lit. Ein Raf Simmons Adidas Stan Smith Sneaker in so einem grau beigen Colorway. Für 145 € kann man da auf jeden Fall nicht meckern. In Antwerpen beim Sample Sale waren die so zwischen 100 und 150 € angesiedelt. Der hier liegt also im selben Preisrahmen und dafür muss man nicht nach Antwerpen fahren. Deswegen auf jeden Fall ein stabiler Korb. Grüße gehen raus an Telly, der sich über diesen Sneaker freuen darf. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr euch den für 145 € gekauft hättet. Ich hätte auf jeden Fall nicht nein gesagt. Zwei Sachen müssten hier in dieser Box noch drin sein. Auch die werden wir jetzt gemeinsam öffnen. Fein säuberlich verpackt. Kann man auf jeden Fall nicht meckern. Boah, was? Oh mein Gott, ey. Und hier hätten wir einmal. Nice. Boah, Kelly, du wirst so Auge machen auf dieses T-Shirt, ne? Von Mason Martin Magella. Und zwar das Stereotype T-Shirt, ganz schwarz gehalten, vorne links einfach auf der Brust ein Patch und als Akzent natürlich hinten die vier Nähte, was halt üblich für Magella ist. T-Shirt habe ich mir in der Größe XL gekauft, kostet eigentlich 150 € und ich habe dafür jetzt den halben Preis bezahlt, denn ich habe 50% auf meine gesamte Bestellung gekriegt, müsste mir eigentlich auch vernünftig passen und gerade für den Sommer braucht man auf jeden Fall ein paar vernünftige T-Shirts, was ich ein bisschen zu wenig habe, wenn ich ehrlich bin. Deswegen
passt das eigentlich ganz gut in meine Sammlung. Schreibt mir aber auch hier gerne eure Meinung zu diesem T-Shirt, ob das 72 Euro wert ist, unten in die Kommentare. Und zu guter Letzt ein Pullover oder ein Hoodie. Als er rausgekommen ist, habe ich ihn schon extrem gefeiert und wollte ihn mir eigentlich direkt holen. Habe es aber dann doch sein lassen, weil 450 Euro schon eine Stange Geld ist für einen Hoodie. Der ist in zwei verschiedenen Farben rausgekommen, so viel ich weiß. Einmal hier in diesem Blau und einmal in einem Lemonton, so einem ganz hellen Gelb. Hat mir auch gut gefallen, sogar das Gelb hat mich mehr angesprochen als der Blaue. Allerdings habe ich schon einen Yeezy Season 3 Hoodie in so einem Gelbton und den ziehe ich halt kaum an. Deswegen wollte ich mir nicht noch einen in einer ähnlichen Farbe kaufen, der dann wieder nur in meinem Schrank rumgammelt. Deswegen habe ich mich letztendlich für die Blaue entschieden, der mir farblich auch wirklich mega gut gefällt. Und zwar spreche ich hier von diesem Calvin Klein Hoodie. Der müsste aus der Fall Winter 17-18 sein, wenn ich mich nicht täusche. Aber an sich eben ein ganz normaler blauer Hoodie mit orangener Bestickung vorne links auf der Brust. Auch hier relativ minimalistisch, was mir momentan wirklich sehr gut gefällt. In der Größe L, damit er nicht allzu oversized fittet. Hoffen wir mal, dass das auch der Fall ist und nicht viel zu klein ist. 450 Euro kostet der Spaß. Ich habe die Hälfte bezahlt, also knapp 225 Euro. Wenn ich mich nicht täusche, für einen Hoodie immer noch viel Geld, machen wir uns nicht vor, Leute. Aber wie gesagt, ich hatte den damals schon gesehen, als er rausgekommen ist. Deswegen musste ich einfach zuschlagen. Und was man auf jeden Fall erwähnen muss, die Qualität ist brutal. Wirklich, der Stoff ist mega dick. Und für den ersten Eindruck sollte mir der auf jeden Fall fitten. Testen wir das Ganze einfach mal auf. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Und ich bin gerade herbe überrascht, dass der so cool fittet. Die Ärmel sind so ein bisschen länger, stauen sich ein bisschen auf. Ansonsten der Body relativ kurz und vorne halt diese orangenen Akzente. Ansonsten war es das mit meinem Einkauf. Insgesamt 3 Pieces, sollte so um die 800-900 Euro gekostet haben. Aber ich lasse mich natürlich nicht lumpen. 50% weniger gezahlt, dann liegen wir so bei 400-500 Euro. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu den Pieces sagt, was euch besser gefallen hat. Und wie gesagt, falls ich die einzelnen Links noch finde, dann findet ihr die unten in der Beschreibung.